Hi Leute! Fans der Sportzigarette dürften bereits Bescheid wissen. Den Rest klären wir heute auf, was es mit der Zahlenkombination 420 auf sich hat. Man reiche mir die Requisite. Nein! Cannabiskonsumenten neigen dazu, das Zeichen versteckt auftauchen zu lassen. So scheint zum Beispiel Regisseur Quentin Tarantino ein Freund des Marihuanas zu sein. Im Film Pulp Fiction sind alle Uhren auf 4.20 Uhr gestellt und auch die Simpsons tun's ihm gleich. Seit vielen Jahren wird zudem am 20. April der offizielle Weed Day gefeiert. Nur, wie kam es eigentlich dazu? Der Kiffercode 420 entsprang im Jahr 1971. Eine Gruppe von Teenagern im Norden Kaliforniens war der Heil- und Nutzpflanze so zugetan, dass die Schüler der Sun Raffle High School glaubten, es gäbe eine riesige Cannabisplantage irgendwo im Umland von Kalifornien. So trafen sie sich regelmäßig nach der Schule und machten sich der Legende nach um Punkt 16.20 Uhr bzw. um 4.20 PM los, um den Schatz aufzuspüren. Riefen sie 420, wusste also keiner, was sie eigentlich vorhatten. Das Problem war nur, eine Cannabisplantage wurde nie gefunden. Das juckte die Jungs auch sonderlich wenig, denn sie wussten ihre Zeit anders zu nutzen und waren dichter als Goethe. Was machen wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Erstmal einbauen. Seitdem stand die Zahl 420 immer im Zusammenhang mit dem Konsum von Marihuana. Nicht nur in der Gruppe, sondern bald auch in der ganzen Schule. Und von dort aus verbreitete sich der Begriff immer weiter. Der Kiffercode war aber erstmal nur ein kalifornisches Phänomen. Das änderte sich, als die weltweit bekannte Band Grateful Dead darauf aufmerksam wurde und das Zeichen ebenfalls benutzte. Auf einem Konzertflyer der Band im Jahr 1990 wurde schließlich die Bedeutung des Begriffs und woher er stammt erklärt. Das New Yorker Magazin High Times berichtete schließlich darüber und ab diesem Zeitpunkt war 420 weltweit in der Kiffergemeinde bekannt. Ja, wir hoffen, wir konnten euch auch diesmal weiterhelfen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen, liebe Kinder, erst Hausaufgaben machen, dann kiffen. Drogen sind nicht gut, okay?